Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Projekt Ovalpin hier in Alpha Saphir. Und meine Damen und Herren, es geht in den Endspurt, denn es fehlen nur noch ganz wenige Pokémon, um das Projekt wirklich abzuschließen. Konkret waren das letzte Folge noch ein paar mehr gewesen, aber mittlerweile fehlen mir nur noch 4 Pokémon, die ich sehen muss, beziehungsweise auch noch fangen kann, um den Höhenpokédex dann zu vervollständigen und somit den Ovalpin zu erhalten. Es ist wirklich einfach, das wollte ich mit dem Projekt bezwecken und ich zeige euch gerade die Pokémon, die ich im Team habe, und es sieht ein bisschen Ei-mäßig aus, ja. Das hat aber auch nur den Hintergrund, weil die Pokémon, die uns fehlen, voraussichtlich oder offensichtlich in Eiern schlüpfen. Darunter gehört Natu, Fuffeluff und Fanfi. Das ist in den 3 Eiern hier drin. Ich bin gespannt, welches als erstes schlüpfen wird. Und natürlich müssen wir noch irgendwie Rihorn trainieren und das machen wir auch als erstes in der Folge, und dann würde ich mal sagen, fordern wir euch hier beide heraus. Übrigens, Rematches habe ich im Let's Play nicht gemacht, also man wird sehen, dass die Trainer hier etwas stärker sind als normal. Aber das ist doch nicht so schlimm, sondern macht die Sache nur etwas spannender. So, Level 50, Level 51 gegen Level 94 und Level 78. Moment. Falsches Pokémon, meine Damen und Herren. So, dann machen wir Sturzflug auf Hariyama. So, Kaboom. Tue deine Tat, Schwalboss. Oh, da fällt Hariyama ganz schön böse aus, Mäulchen. So, es gibt Erfahrungspunkte. Reicht aber nicht für ein Level-Up. Auch Geradax wird besiegt. Es gibt wieder mal Erfahrungspunkte. Mist! So richtig in Schwung sind wir nicht gekommen. Du bist einfach zu stark. Tja, man legt sich halt nicht eben 5-mal mit einem Pokémon-Tutorial TV an. Er hat immer ein Ass im Ärmel. Oder einen Joker, wie ein Batman. Ich bin mitten in einem Triathlon, aber das ist alles viel zu leicht für mich. Lass uns schnell kämpfen. Lass uns schnell kämpfen, sagt der Sprinter-Triathlet hier mit seinem Überspeed-Dodre. Und das darf hier gehen Frosty ran, Level 48, das zweite Pokémon wird mir gleich nicht so in die Tüte kommen, weil ich habe schon mal offscreen gegen den gespielt. Und der Liebe hat ein Arcanine als zweites Pokémon. Ja, das wird Frosty nicht so freuen. Nö, brauchen wir nicht wechseln. Ja, Bedroher, Angriff sinkt, wunderbar. Nochmal einmal Knirscher. Schnüffler. Frosty wurde erkannt. Jetzt ist es auch noch Brüller ein. Ich könnte was wetten. Rehorn. Komm, Rehorn. Rehorn. Naja. Komm, dann machen wir da Eroas. Rehorn wäre jetzt so toll gewesen. Ich glaube nicht, dass es Arcani geschlagen hätte. Auch Arcanis EP reichen nicht, um mein Level zu erreichen. Das ist schon, ja, bitter. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen auf den Radweg. Übrigens, Radweg, da gibt es ja dieses eine, ich sag mal, Easter Egg Minigame, womit man da die Zeit messen kann, wenn man den Radweg betritt. Schreibt mal eure Bestzeit in die Kommentare rein. Meine ist 12,80 und 0 Zusammenstöße. Ich lege also ordentlich vor. Ich weiß gar nicht, ob es besser geht, aber hey, was soll's, ne? Ey, ich will mit dir reden. Sei vorsichtig. Hey, du willst doch kämpfen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Was zum... Ja. Ah! Dieser Typ hat damals so genervt. Ja, wir kämpfen gegen dich. Das hatte ich eh vor. Und er hat Elektroball. Wunderbärchen. Elektroball gegen Frosty. Machen wir mal Eises Odem.
Schön. Könnte Rihorn jetzt auch mal ein Level erreichen. Wunderbar. Cool. Er hat beide Pokémon ausgetauscht, so wie ich das gesehen habe. Klick die Kreideschrei. Wo es die Kreide hernimmt, weiß ich auch nicht. Jedenfalls sinkt meine Verteidigung dadurch. Nochmal Gnirscher und das war's. Da haben die Zahnrädchen sich aufgehört zu drehen. Hat wieder nicht gereicht für ein Level. Willst du kämpfen? Los, befahre diesen Radweg nach Herzenslust. Dein Talent lässt zu wünschen übrig. Du brauchst noch viel mehr Talent. Ja, ja. Was steht hier? 1280 hier, ne? Dürft ihr mal schlagen. Bin ich mal gespannt. Pokémon? Wo könnten wir denn hinfliegen, gut zu trainieren? Ja, das ist immer so. Geld könnten wir gebrauchen. Fordern wir doch mal die Schnösels daraus. Dass die mal ein bisschen Cash rausgeben, weil ich bin so ziemlich bankrott durch die ganze Pensioniererei. Ach ja, übrigens, falls ihr euch fragt, was das für eine Dame in Rot da ist, das zeige ich euch jetzt auch mal. Hat jetzt mit dem Projekt an und für sich nichts zu tun, aber das ist auch mal gut zu wissen. Ich habe mein Pokémon-Spiel mit, ich glaube, Pokémon Online hieß es. Nee, Pokémon Global Link. Genau, ich habe es mit Pokémon Global Link irgendwie verbunden. Und mit dieser tollen Verbindung kann man Spiele im Internet spielen, wo man seltene, tolle Preise gewinnen kann, wenn man denn gut in diesen Spielen ist. Ja, wenn man denn gut in diesen Spielen wäre, könnte man gute Preise gewinnen. Dieses blöde Konjunktiv geht mir ziemlich auf den Geist, denn diese Spiele sind wirklich ein bisschen, ja, zufallsbedingt und deswegen kann man auch die tollsten Preise, wie auch unter anderem einen Meisterball, nicht unbedingt immer gewinnen, aber guckt einfach selbst, was ich gewonnen habe. Ich habe 4 Lieferungen in Empfang genommen. Achso, ja, das sehe ich noch nicht mal, was das für Lieferungen sind. Ich glaube, dann sage ich es euch einfach. Es waren 4 Esprit-Federn, ein Superball, ein Mondstein und ich glaube eine Machtlinse oder sowas. Irgendwas sowas in der Richtung war es gewesen. Also die 4 Items habe ich bekommen. Leider kein Meisterball. Ja, man kann nicht alles haben. Du wirst gegen mich kämpfen! Du kleine Göre. Du Göre. Wie es einfach so sanft aus seinem Pokéball landet. Elf von Level 47. Alter. Warum Baumwollsaat? Deine Initiative ist eh schon grottig. So, Pokémon besiegt. Wunderbärchen. Gibt Erfahrungspunkte. Kabels. Mit Techniker ein wirklich beliebtes Pokémon. Und ja, da auch das ist sehr effektiv. Na, geht Kapilz zurück in den Pokéball. Level 95 für Frosty. Ja, ordentlich. 300 KP mittlerweile. Auch das eine Hausnummer für sich. Ich kann mich nicht erinnern, dass Eis-Pokémon über 300 KP haben. Ja, weil die meisten Eis-Pokémon auch vom Typ Wasser sind. Was aber auch ungewöhnlich ist, weil eigentlich Wasser-Pokémon viel KP haben. Obwohl, ja, wenn ich so an Lapras denke, das hat schon viel KP. Also so über 400 müsste es da schon haben. Aber es gibt auch einige Eis-Pokémon, die haben wirklich nicht wirklich viel KP. Gut, ich denke jetzt mal nicht. Ich habe noch nie Siberio trainiert, aber ich denke mal nicht, dass es darunter zählen wird. Ja, Frosty gegen Geradax. Machen wir nochmal Eises Odem. Ich würde noch gerne einen Level mit Rehorn erreichen. Denn die Sonderbonbons auf der GTS sind schweineteuer. Ach, GTS, das heißt Global Trade Station. Nee, natürlich meine ich nicht Global Trade Station, sondern
sondern was anderes. Womit man online. Global Link, genau. Das Global Link. Ein globales Linkkabel. Wie das wohl aussehen würde, wenn man es so machen würde, aus einem Original-Linkkabel. Bei meinem Linkkabel, das war so ein nicht-Game Freak-Linkkabel, das war voll lustig. Konntest du von allen vier Seiten konntest miteinander verbinden. Und das Lustige war, du konntest die Stecker in der Mitte auch wieder rausziehen. Das heißt, man konnte das Linkkabel im Prinzip mit dem Linkkabel selbst wieder verbinden, was dann immer zu einem Verbindungsfehler geführt hatte. Und irgendwann ging das Linkkabel auch nicht mehr. Ja, könnte eventuell ein Grund dafür gewesen sein. Ja, das war Wingal. Ja, ich brauche jetzt aber nicht Wingal, sondern den Beutel und Sonderbonbon. Oh, da habe ich nur gerade 4 Stück, wunderbar. So, Level 38. Level 39. Und Level 40, meine Damen und Herren! Rehorn entwickelt sich nicht. Wieso das denn? Wieso entwickelt sich Rehorn nicht? Uäh. Entwickelt sich das Ding etwa erst auf Level... Ey, das regt mich jetzt gerade mal auf, ne? Warum entwickelt sich das nicht? Heieiei, Rehorn. Rehorn gefährdet gerade das ganze Projekt. Das ist echt komisch, muss ich gerade mal sagen, weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, es entwickelt sich auf Level 40. Auf welchem Level soll es sich denn sonst entwickeln? 45? 50? Das erscheint mir gerade alles sehr... Ich glaube, es war Level... Och nee, nicht Level 2. Nicht Level 42, komm. Das kannst du jetzt nicht bringen, Rihorn, bitte. Was war das denn? Bummels oder wie? Ach, da oben bist du, ne? Oh, hi. Ich fang mal aber ein. Ein Bummels haben wir noch nicht gefangen, aber ein sehr seltenes Pokémon, deswegen nehmen wir es mit. Für Projekt Ovalpin ist es ja irrelevant. Aber für Projekt Chillerpin nicht mehr. Und das ist ein Schnäppchenfang. Klick. Schön. Je mehr Pummern wir fangen, desto eher gibt es einen Schnäppchenfang. Und bei Bummels war das gerade der Fall. Schön. Schön, 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 schön. Hier, neuer Pokédex-Eintrag. Klick. Bummelsherz schlägt nur einmal pro Minute. Könnte auch erklären, warum es die Fähigkeit hat. Diese Pokémon ist damit zufrieden, bewegungslos herumzulungern. Nur ganz selten sieht man dieses Pokémon in Bewegung. Schön. Das heißt, das Pokémon macht im Prinzip nichts. Nichts. Es ist einfach nur faul. Nur fauler als Relaxo. Ja, ja, Zickzacks ist ja gut. Hallo. Seit du mich besiegt hast, habe ich mich so viel mit Pokémon beschäftigt. Aber ein Schnösel bin ich immer noch. Und da kommt er mit seinem schnöseligen Geradax. Glatt gekämmt. Gestylte Haare. Auf Level 49. Warum muss ich denn jetzt ausgerechnet hier... Rihorn auf Level 42 entwickeln. So, auch Pyroleo ist besiegt. Ich glaube, Frosty erreicht schneller ein Level als ja, ihr wisst schon. Als Ei. Lol. Warum tragt mein...
Also, ich muss euch jetzt mal ganz ehrlich was sagen. Ich finde es ein bisschen beunruhigend, warum mein Frosty gerade kein Minzamulett trägt. Ja, trag halt einfach keins. Habe ich halt nur die Hälfte vom Geld bekommen. Das war total nett von dir. Ich habe so viel... Ich habe diese neuen Events irgendwie manchmal schon vermisst. Also, so wie bei diesem Jungen da. Ja, Zimmer ist in Ordnung. So, und hier gibt es auch noch einen Dreh, ne? Was war das? Letztes Mal ist es mir entkommen, das weiß ich noch. Yorklef müsste es sein, oder? Ja. Machen wir nochmal einen Finsterball. Diesmal kein Schnäppchen fangen. Aber Wahrscheinlichkeit 3,5-fach, dass es drin bleibt. Also relativ hoch. Weil es ja Nacht ist. Schon ein bisschen spät. So, Pokédex-Eintrag für Yorklef, auch wenn das mit Projekt Ovalpin, wie gesagt, nichts mehr zu tun hat. Wunderbar. Ein tapferes Pokémon, das jedoch klug genug ist, seinen Gegner zu mustern, bevor es sich auf einen Kampf einlässt. Bist du klug, liebes Yorklef. So, weil dich wollte ich eigentlich nicht fangen, sondern ich wollte gegen diesen wunderbaren Trainer hier kämpfen. Sag nicht nein zu einem Kampf. Dann sage ich halt eben doch. So, Schwalboss. Sein erstes Pokémon. Kommt es auf uns angeflogen. Frosty. Also so dem... Klack. Da ist Schwalboss wieder weg vom Fenster. Ging ja flink. Ein weiteres Gyarados scheint ja sehr beliebt hier zu sein. Level 47. Und ja, Gyarados besiegt. Nächstes Pokémon ist Schlopleck. Level 47. Ganz schön hoch. Und prompt wehrt das Eises-Odem ab. 10 KP verliert Frosty durch Walzer. Ich bin mal gespannt, ob es durch alles überhaupt K.O. geht. Ah, auch die Verteidigungsbombe Schlopleck überlebt das nicht. Mist! Mist, Mist! Leider kein Dings hier bekommen. Na, hilft mir mal auf die Sprünge. Level up. Ach, dammit. Mindestens Marizeros müsste ich doch in der Folge bekommen. Warum stehen hier so viele Leute? So. Jetzt will ich mir das mal angucken. 2015 Erfahrungspunkte, eigentlich nicht mehr so viel. Ja, das sollten wir relativ einfach hinbekommen. Das machen wir noch schnell. Wehe dem, es wickelt sie wirklich auf Level 50. Wieder das. Hat sich das bitte ausgedacht? Level 50. Level 50. Ja. Wir fliegen jetzt einmal uns auf Route 118. Das sollte eigentlich vollkommen reichen. Gegen die Aromalady werden wir noch kämpfen. Die legendäre Rosmarie müsste es sein, oder? Warum komme ich auf der Seite raus? Warum zum Teufel? Das bringt so überhaupt nichts, weil ich habe gerade kein Bombe mit Surfer dabei. Na, dann muss ich normal Vorocity fliegen. Ach, welche Umwege. Weil natürliche Hindernisse im Weg sind.
Heutzutage würde man einfach eine Autobahnbrücke drüber bauen, aber egal. In Pokémon funktioniert sowas nicht. Da hast du einfach ein seidenes Gewässer davor und fertig. In Deutschland muss da eine Autobahnbrücke hin! Okay. Hat dich der süße Duft hierher geführt? Nein, die stinkenden Abgase von der Autobahnbrücke! Ja, hi. Ich glaube, Rosemarie wäre damit so nicht zufrieden. Und Bulbella schon gar nicht. Ich glaube, es ist eins der wenigen Pokémon, das bei der Entwicklung an Körpergröße verliert. Ich glaube, Duflo ist nämlich größer als Bulbella. Sofern ich mich recht entsinne. So. Sonnenflora. Ab, ab. Ja, wissen wir. So, Eisesodem. Oh. Ernsthaft? Wo ist denn hier bitte die Sonne? Scheint ja auf dem Mond drauf, oder wie? Eisesodem natürlich super abgeschwächt durch den Sonnentag. Roserade. Wie es einfach auf dem... Ja, wie es einfach auf dem Klavier so eine Musik hat, wollte ich gerade sagen. Ach, Eisesodem abgewehrt. Hier, bitte. Jetzt kriegst du aber einen ab. Und da kommt wieder die Klaviermusik von Roserade Level 96. Fluffy auch ein Level ab. Wunderbar. Und Rihorn endlich auch. Steinkante, das höre ich doch gerne. Felswurf. Hat nur Genauigkeit 90. Ja, da gibt es aber mittlerweile bessere 2- bis 5er Attacken. Da haben die süßen Düfte wohl nicht so gewirkt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, aber jetzt, wenn ich jetzt Sonderbonbon einsetze, müsste sich das Ding doch mal entwickeln. Achtung, jetzt lacht ihr mich wahrscheinlich alle aus. Haha, es entwickelt sich nicht. Na, es geht doch. Rihorn entwickelt sich. Oh, was eine Geburt. Hei. Schlimm. Rieseros. Ja, ist in Ordnung. Wir wissen alle, dass du so toll bist. Komm, lern Hornbohrer oder sowas. Jo, Ed erlernt Hammerarm. Alles klar, wie bei jeder Pokémon-Entwicklung erlernt irgendein Pokémon eine tolle Attacke. Dann vergessen wir den tollen Stampfer. Der übrigens in der zweiten Generation eigentlich in fast jedem Moveball von einem Rieseros drin war. Aber da es so viele Überattacken gibt, brauche es diesen Stampfer halt schon auf Level 42, nicht mehr. Schön, dafür kannst du jetzt Hammerarm. So, willst du noch was lernen? Nee. Oh, gut. Schön, danke. Und, ja. Übrigens, meine Damen und Herren, das war's hier jetzt erstmal bei mir mit Projekt Ovalpin. In der nächsten Folge geht es weiter mit 3 Eiern auszubrüten. Ich streiche noch schnell und vollink Rätselrons durch. Nur noch 3 Pokémon, bis der Höhlenpokédex vollständig ist. Und das wird in der nächsten Folge definitiv der Fall sein. Da dürft ihr gespannt sein. Meine Damen und Herren, hier war's das von Projekt Ovalpin. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich doch sehr. Mein Pokémon Tutorial TV. Euer Pokémon Tutorial TV. Habe ich mich irgendwie geklont? Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Play hier. Hier sind noch 2 Videos, die euch eventuell auch interessieren könnten, nämlich das Pokémon X Let's Play auf der linken und das Let's Glitch der 6. Generation auf der rechten Seite. Liken und favorisieren dieses Videos natürlich nicht vergessen und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch unter dem Abonnieren-Button abonnieren.